I want to preach about a character from the Bible. Heute möchte ich über einen Charakter aus der Bibel predigen. We don't really hear much about him. Wir hören nicht so oft über ihn. But he did something which was good. Aber er hat etwas Gutes getan. That's why I'm preaching about him. Deswegen predige ich über ihn. And that person's name is Othniel. Sein Name ist Othniel. And that person is here today. Und wir haben diese Person auch hier sitzen. But it's not the same person like in the Bible. Aber er ist nicht dieselbe Person. He's better. Er ist besser. So today I want to preach to you about Othniel. Heute möchte ich euch über Othniel predigen. And before I speak about Othniel, I want to speak about the uncle of Othniel. Und davor möchte ich über den Onkel von Othniel erzählen. Does anyone know who the uncle of Othniel was? Weiß jemand, wer der Onkel von Othniel war? Anyone? Caleb, yeah. Who should better know than Othniel himself? So Caleb was the uncle of Othniel. Also Caleb war der Onkel von Othniel. Before I come to Othniel, I want to speak about Caleb. Bevor wir über Othniel hören, möchte ich über Caleb sprechen. Caleb was someone who was already there when the Israelites were in Egypt. Caleb war schon da, als die Israeliten in Ägypten waren. When God sent the plagues to deliver the Israelites, Caleb was there. Als Gott die Plagen schickte, um die Israeliten zu befreien, war Caleb schon da. When God parted the Red Sea, Caleb was there. Als Gott das Meer teilte, war Caleb da. When God sent his manna from heaven, Caleb was there. Als Gott das Manna vom Himmel schickte, war Caleb da. When God provided for the Israelites in a mighty way, Caleb was there. Und als Gott die Israeliten auf einer mächtigen Weise versorgte, war Caleb auch da. When God spoke to the Israelites through the Mount Sinai, Caleb was there. Als Gott zu den Israeliten auf dem Berg Sinai sprach, war Caleb auch da. When God was telling Moses to send out spies to the promised land, Caleb was one of them. Und als Gott den Israeliten Auftrag gab, die Spione hinauszusenden, war Caleb einer von ihnen. There were 12 people who were selected. Es waren 12 Leute erwählt. To spy out for the promised land. Um als Spione in das versprochene Land zu gehen. 2 of the spies were Joshua and Caleb. Und 2 von diesen Spionen waren Josua und Caleb. And those 2 great men, they were overwhelmed of the promised land they saw. They were overwhelmed of the promised land they saw. Und die Spione waren so überwältigt von diesem versprochenen Land, das sie sahen. They saw milk and honey flowing. Sie sahen, wie Milch und Honig fließen. They saw the great country that God has promised for them. Und sie haben gesehen, wie großartig dieses Land war, das Gott ihnen versprochen hatte. And when they came back, they all gave a report. Als sie zurückkamen, haben sie einen Bericht abgegeben. 10 people gave a bad report. 10 Leute haben ein schlechtes Omen gegeben. But Joshua and Caleb gave a good report. Aber Josua und Caleb haben einen guten Bericht abgegeben. Because they saw the promised land. Denn sie sahen das versprochene Land. But those 10 people, they saw the giants. Aber die 10 anderen haben die Riesen gesehen. But Joshua and Caleb saw the promised land. Josua und Caleb sahen aber das versprochene Land. See, it is important that we see the promise of God in our life. Es ist wichtig, dass wir auch das Versprechen Gottes in unserem Leben sehen. It is true that we have giants, that we have giant problems. Es ist wahr, dass auch wir Riesen haben in unserem Leben und Riesenprobleme haben. But when we understand to focus on the promises of God, then those giant problems in our life will not hinder us in walking into the promise. Aber wenn wir es verstehen, unseren Fokus nicht auf diese Probleme, sondern auf die Verheißungen Gottes zu setzen, dann werden wir die Probleme überwinden. But when we start looking and focusing on the giant problems, we start losing the promise of God in our life. Aber wenn wir anfangen, unseren Fokus auf die Riesenprobleme zu setzen, dann werden wir unseren Fokus auf Gottes Versprechen verlieren. So Joshua and Caleb, they didn't look at the problem, but they looked at the promised land. And when they saw the promised land, they wanted to go inside. Und als sie das versprochene Land sahen und es einnehmen wollten. But as always, the majority has influenced the Israelites that they all said we don't want to enter to the promised land. Aber so wie es immer ist, der größere Teil hatte einen viel größeren Einfluss auf die Leute, so dass sie nicht in das versprochene Land wollten. So God said, fine, you don't want to go, then you're not going to go. Und Gott sagte, okay, wenn ihr nicht dahin wollt, dann werdet ihr auch nicht dahin kommen. So nobody of the Israelites entered into the promised land except Joshua and Caleb. Deswegen ist keiner von den Israeliten in das versprochene Land gekommen, außer Josua und Caleb. 40 years later, Caleb enters to the promised land. 40 Jahre später kam Caleb in das versprochene Land. At age of 85. Im Alter von 85. He was still convinced that the promise of God is something that he would do.
er wusste und er war sich sicher, dass das versprochene Land er sehen würde. In Joshua chapter 14 verse 12 he says. In Joshua chapter 14 Vers 40 14 verse 12 Kapitel 14 Vers 12 he says, give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then the Anakites were there and the cities were large and fortified, but the Lord helping me, I will drive them out just as he said. Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt, dass dort Anakiter in großen Städten leben, die sie zu Festungen ausgebaut haben. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben, wie er es zugesagt hat. Caleb at age 85, Caleb im Alter von 85 enters into the promised land, kommt in das versprochene Land and now is saying, give me that country, I will take it for me because God has promised this and he will help me. Und er sagt, gib mir dieses eine Bergland, denn Gott hat mir das versprochen und er wird mir auch helfen, es einzunehmen. Who is the oldest in this place? Wer ist der Älteste in diesem im Raum? I think it's Udo. How old are you, Udo, if I may ask? Wie alt bist du, Udo, wenn ich fragen darf? 71. Wow, okay. So, Udo is 71. Udo ist 71. He is the oldest right now. Er ist der Älteste in diesem Raum. But imagine 14 years added to Udo. Aber stell dir vor, 14 Jahre noch da drauf. A person who's 85. Eine Person mit 85 Jahren. Now goes into a country and says, I'm ready to fight the giants because the Lord will help me. Kommt in ein Land und möchte es einnehmen und wird dafür kämpfen, weil er weiß, Gott wird ihm helfen. Why? Wieso? Because he know God promised it. Denn er wusste, Gott hat es versprochen. And Caleb believed that he will do it. Und Caleb glaubte daran, dass Gott es tun wird. He didn't believe in his own strength. Er hat nicht an seine eigene Kraft geglaubt. He believed in the strength of the Lord. Er hat an die Kraft Gottes geglaubt. It doesn't matter how old you are. Es ist egal, wie alt du bist. You can be 7 or 70. Du kannst 7 oder 70 sein. You can be 85 or 18. Du kannst 18 sein oder 85. How old, whatever age you have, it is important that we understand it's not about our strength. Egal wie alt wir sind, wir müssen einfach verstehen, dass es nicht unsere Kraft ist, sondern Gottes Kraft in uns. And at 85 years old, he cleaned out giants in that land. Und mit 85 Jahren hat er die ganzen Riesen in dem Land vertrieben. Now, und jetzt? Othniel was the nephew. War Othniel sein Neffe? What's so special about Othniel? Und was ist das Besondere an Othniel? Let us read in Judges 3 verse 7 to 9. Lass uns zu Richter Kapitel 3 gehen. Judges 3 7 to 9. Vers 7 bis 9. The Israelites did evil in the eyes of the Lord. They forgot Lord their God and served the Baals and the Asherahs. The anger of the Lord burned against Israel so that he sold them into the hands of Cushan-Rishathaim, king of Aram, Naharaim, to whom the Israelites were subject for 8 years, but when they cried out to the Lord, he raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them. Sie taten, was der Herr verabscheute, vergaßen ihn und verehrten die Götzen Baal und Asherah. Da wurde der Herr zornig auf sein Volk und gab es in die Gewalt Cushan-Rishathaims, des Königs von Nordmesopotamien. 8 Jahre lang wurde es von ihm unterdrückt. Als die Israeliten zum Herrn um Hilfe schrien, schenkte er ihnen einen Befreier, Othniel, den Sohn des Kenas, des jüngeren Bruders Kalebs. So in the book of Judges, when you read it, you always see the same circle. Und wenn du die Richter liest, dann wirst du immer dasselbe sehen. The people sin. Die Menschen sündigen. God punishes them in giving them into the hands of the enemies. Und Gott bestraft sie, indem er sie in die Hände von den Feinden gibt. The people repent. Und dann kehren die Menschen um. God raises a deliverer, a judge. Und Gott erhebt einen Befreier, einen Richter. And Israel gets a peace with God again. Und dann hat Israel wieder Frieden mit Gott. And that's as long as the judge lives. Und das passiert, solange dieser Richter lebt. So Othniel was the first judge in the book of Judges. Othniel war der erste Richter in den Büchern Richter. But why choose Othniel? Aber wieso hat er Othniel auserwählt? Why did he choose Othniel to be the deliverer? Wieso hat er Othniel als Befreier erwählt? What was so special about Othniel? Was war so besonders an Othniel? Well, there are a few reasons, I think. Es gibt einige Gründe dafür. First was that Othniel was infected by Caleb. Ich glaube, er wurde beeinflusst von Caleb. He was
infected with the faith of Caleb. Er hatte denselben Glauben wie Caleb. He caught his faith from Caleb. Er hatte diesen Glauben von Caleb gefangen. So, why do you say that? Also, wieso sagst du das? When you read in the first chapter, wenn wir im ersten Kapitel nachlesen, Caleb is saying, if anyone is ready to fight this enemy, I will give my daughter as the bride. Caleb sagte, wer auch immer bereit ist zu kämpfen, der wird meine Tochter als Frau bekommen. And what did Othniel do? Was hat Othniel getan? He just stood up and went, he conquered and he delivered them. Er ist aufgestanden, hat erobert und hat sie befreit. This is the only thing that Othniel did. Das ist das Einzige, was Othniel getan hat. Chapter 1. Kapitel 1 and chapter 3, und Kapitel 3. Couple of verses you read about Othniel, you never read anything before or after that. Du liest einige Verse über Othniel, aber nichts davor und nichts danach. But when the first time when we read about Othniel, when Caleb said that, Othniel just went and delivered them. Aber das erste, was wir über ihn lesen, ist, als Caleb das sagte, war er der Erste und hat es getan. So Othniel was someone who was not a talker, but he was a doer. Also sehen wir, Othniel war jemand, der nicht Worte gegeben hat, sondern Taten lieferte. God is looking for people who are ready to do something. Gott sucht nach den Menschen, die etwas bereit sind zu tun. There are enough people who talk and talk and talk. Es gibt so viele Menschen, die reden und reden. But God is looking for Othniels who are ready to do something. Aber Gott sucht nach Othniels, die bereit sind, etwas zu tun. When Caleb asked and said, "Who's ready? I will give you my daughter as a bride," Othniel stood up and left. Als Caleb sagte, wer ist bereit zu gehen? Ich werde meine Tochter als Braut geben. Dann war er bereit und ist gegangen. How many of you would have done the same thing? Wer von euch hätte dasselbe getan? We would have said, "Oh, but give me a couple of months." Wir würden sagen, gib mir erstmal noch ein paar Monate. I'm not ready now. Ich bin jetzt noch nicht bereit. I have to go to the gym again. Ich muss erst ins Fitnessstudio. I have to pray for a couple of hours again. Ich muss erstmal ein paar Stunden beten. We will give excuses because we are not ready enter that calling that God is giving to us. Wir werden immer Ausreden finden, weil wir nicht bereit sind, in unsere Berufung zu gehen. So that what Othniel had is he was ready to be used. Othniel hatte diese Bereitschaft, sich gebrauchen zu lassen. And we have to have the same ability that we are ready anytime for God to use us. Und wir müssen dieselbe Bereitschaft haben, jederzeit von Gott uns gebrauchen zu lassen. How many of you want to be used by God? Wer von euch möchte von Gott gebraucht werden? 6 people, that's great. 6 Leute. So, if you want to be used by God, wenn du von Gott gebraucht werden möchtest, it is important that you are ready at any time. Dann ist es wichtig, dass du jederzeit bereit bist. Many times we find ourselves in a waiting period. Oft finden wir uns in einer Periode des Wartens. Where we just wait for God to use us. Wo wir warten, dass Gott uns gebrauchen möchte. And sometimes we sit there. Und manchmal sitzen wir dort. And then we think, okay, when is God going to use us? Und wir fragen uns, wann wird Gott uns endlich gebrauchen? When a meeting happens, we are all powered up and we are excited that God is going to do great. Wenn ein Event passiert, dann finden wir das super. But nothing changes. Aber nichts verändert sich. Everything stays the same. Alles bleibt genauso. First week, second week, third week. Erste Woche, zweite Woche, dritte Woche. And then we turn to our old habits. Und dann gehen wir in unsere alten Gewohnheiten. And then sometimes we don't even come to church. Manchmal kommen wir nicht mal in die Gemeinde. Sometimes we don't even pray. Manchmal beten wir gar nicht. And then we just sleep and sleep and sleep. Und dann schlafen wir und schlafen wir. Sleeping, eating, meeting. Schlafen, essen und treffen. Meeting, eating, sleeping. Und treffen, essen, schlafen. That's what we do. Das tun wir. And suddenly God is looking, now I'm ready to do something. Und plötzlich sagt Gott, ich bin jetzt bereit, etwas zu tun. And he's looking, who's ready? Er wartet darauf, jemanden zu sehen, and der bereit ist. What are we doing? We are sleeping, eating, meeting, eating, sleeping. Und was machen wir? Wir schlafen, treffen uns und essen. But Othniel was someone who was ready. Aber Othniel war jemand, der bereit war. When Caleb said, "Who's ready?" he just left. Als Caleb fragte, wer ist bereit, er ist aufgestanden. God is looking for people who are ready and who are ready to go now. Gott wartet auf die Menschen, die jetzt bereit sind. And if you are someone who has to wait and who says, "God, wait, I'm not ready," then he will use someone else. Und wenn du nicht bereit bist und du zu Gott sagst, warte, dann wird er jemand anderen gebrauchen. It is important that we are fit every time that God can use us. Es ist wichtig, dass wir jederzeit bereit sind. Dann komm mal kurz nach vorne. Daniel, komm mal. So, now I'm looking for someone who can run the race for me.
Also ich frage, wer ist bereit, das Rennen für mich zu laufen? And I'm looking for someone who's ready to run the race for 10 kilometers. Und ich suche nach jemandem, der 10 Kilometer laufen möchte. Without, I know that the person will not be hurt, but just answer honestly. Antworte einfach ehrlich, auch wenn du es nicht laut sagst. Who would you choose? Wen möchtest du auswählen? So, we know the answer. We don't want to offend anyone. Wir möchten niemanden verletzen. Wir kennen Everyone die Antwort. Would choose Daniel, right? No, Jeder wird Daniel auswählen. No, I went running with Daniel once. Ich war einmal mit Daniel laufen. He runs like Usain Bolt for 10 seconds. Er läuft für 10 Sekunden wie Usain Bolt. But then it's all finished. Aber dann ist das Rennen vorbei. So, what we would do is we would choose someone who's ready to run the race. Wir werden jemanden wählen, der bereit ist, das Rennen zu machen. And I know when Daniel knows on December 25 I have a race, then I know that he will get ready for December 25. Aber ich weiß auch, wenn Daniel weiß, das Rennen wird am 25. Dezember stattfinden, dann wird er sich darauf vorbereiten. But we never know when God is going to choose us. Aber wir wissen niemals, wann Gott uns ruft. He didn't give us a date, at this date I will choose you. Er wird uns nicht sagen, an diesem Datum werde ich dich rufen. But our responsibility is to be ready all the time. Aber unsere Verantwortung ist, jederzeit bereit zu sein. When you follow Tanan on Instagram, wenn du Tanan auf Instagram folgst, then you know what he's doing all his day. Dann weißt du, was er jeden Tag tut. While I'm eating, he is boxing. Während ich esse, ist er am Boxen. He's training and he's trying to stay fit. Er versucht immer fit zu bleiben. And that's the difference that God is looking for people, even though there is not a fight happening, to stay fit. If a fight comes, then I'm ready. Und das ist der Unterschied, den Gott sucht. Er möchte Menschen, die jederzeit bereit sind, auch wenn gerade nicht der Kampf stattfindet. And I know every one of us has the ability to run a race or fight a fight. Ich glaube, jeder von uns hat die Möglichkeit zu kämpfen und zu laufen. But how many of you would be ready to fight today and right now? Aber wer von euch ist bereit, jetzt zu kämpfen? Someone who trains every day? Jemand, der jeden Tag trainiert? Or someone like us who trains every once in a year? Oder jemand, der einmal im Jahr trainiert? Who would be ready? Wer würde bereit sein? Someone who trains every day. Jemand, der jeden Tag trainiert. Now we're going to let them fight. Und jetzt können wir sie kämpfen lassen. Thank you, thank you. Dankeschön. So in the same way it's important for us to stay fit in our faith. Genauso ist es wichtig, dass wir fit bleiben in unserem Glauben. That's why Othniel was able to stand up, go. Deswegen konnte Othniel sofort aufstehen und gehen. If God calls you today, would you be able to stand up and go? Wenn Gott dich heute rufen würde, würdest du bereit sein aufzustehen, um zu gehen? Or would you say, no, I have to do my studies? Oder musst du erst sagen, ich möchte mein Studium beenden? No, my relationship is not good right now. Meine Beziehung ist noch nicht richtig. Oh, I have full my head is fully on my business. Und meine Hände sind so beschäftigt. I have work. Ich habe so viel Arbeit. I have issues. Ich habe Probleme. I have studies. Ich habe mein Studium. I have family. Ich habe eine Familie. What would you say if God says, are you ready now? Was würdest du sagen, wenn Gott dich fragt, bist du heute bereit? God is looking for people who are ready. Gott sucht nach den Menschen, die jetzt bereit sind. And sometimes the most difficult thing is, if you're ready and you have to wait. Und manchmal ist das Schwierigste, wenn du bereit bist, aber warten musst. How many of you watch football? Wer von euch schaut Fußball? Okay. Football, when you know those football stars, they hated to sit on the bench. Wenn du die Fußballprofis kennst, die hassen es, auf der Bank zu sitzen. They train like everyone else. Sie trainieren genauso wie die anderen. They do the same training. Sie haben dasselbe Training. But at the end, there's only 11 people who are playing and the others are sitting on the bench. Aber am Ende spielen nur 11 auf dem Feld und die anderen müssen sitzen. And some people are living the same life. They're sitting on the bench and they're doing the same thing, but God is saying, wait, your time will come. Und einige spielen genau dasselbe. Sie sitzen auf der Bank, aber Gott sagt, warte, deine Zeit wird kommen. There is a time where you're going to enter to the game and then you will score. Do you remember the World Cup final? Erinnerst du dich an das Finale bei der Weltmeisterschaft? Germany versus Argentina. Deutschland gegen Argentinien. Yeah, also everyone who doesn't watch football watches football at that day, right? Eben selbst diejenigen, die keinen Fußball schauen, sehen das Spiel. So, who scored the goal? Also Götze, don't worship any Götze, okay? So, what happened was Mario Götze was on the bench. Also Mario Götze saß die ganze Zeit auf der Bank. But then
he came inside. Und dann wurde er eingespielt. And within a couple of minutes he scored the winning goal. Und innerhalb von wenigen Minuten hat er das entscheidende Tor geschossen. And now he is the hero of the football team and of the whole nation. Jetzt ist er der Held des ganzen Landes. And I bet he might have been sitting there thinking, why am I not playing? Why can I not play? When is my time coming? But then his time came and he got that opportunity and he took that opportunity and scored. Auf der Bank hat er wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, wieso werde ich nicht eingewechselt, aber als er dann eingewechselt wurde, hat er das entscheidende Tor geschossen. God is looking for that kind of people who are ready and to do something like David, Caleb or Othniel. Gott sucht nach den Menschen, die jederzeit bereit sind, genauso wie David und Othniel. Othniel was a man of faith. Er war ein Mann des Glaubens. Because of his uncle who infected him. Durch seinen Onkel Caleb. We saw how he stepped up. Und wir sehen, wie er einen Schritt weiter gegangen ist. Chapter 1, verse 12 to 13, you can read it. Wir können das in Kapitel 1 lesen. Caleb said, I will give my daughter Aksa in marriage to the man who attacks and captures Kiriath Sefer. Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it. Wer Kiriath Sefer erobert, der erhält meine Tochter Aksa zur Frau. Und Kalebs jüngerer Bruder Othniel, dem Sohn Kenas, gelang es, die Stadt einzunehmen. Othniel didn't say a word in the Bible. Othniel hat kein einziges Wort in der Bibel gesagt. He wasn't just a blah, blah person. Er war kein Mensch des Wortes. Many people who do blah, blah, they don't do anything. Viele Menschen reden viel, aber tun gar nichts. Othniel was a doer. Othniel war jemand, der handelte. And he knew that the strength was within him. Und er wusste, die Kraft war in ihm. Just like Caleb understood that the strength comes from the Lord. Genauso wie Caleb verstanden hatte, dass die Kraft von Gott kommt. Othniel figured it out the same way. Genauso hat Othniel es verstanden. In the same way we need to understand that we have the same power. Genauso müssen wir verstehen, wir haben dieselbe Kraft. That lies within us. Die in uns ist. If in Philippians 4:13 we read, I can do all things through Christ who strengthens me. In Philipper 4 Vers 13 sehen wir, ich kann alle Dinge tun durch Christus, der mir die Kraft gibt. Look at your neighbor and say, you can do all things. Sag deinem Nachbarn, du kannst alles tun. You can do all things. Du kannst alles tun. All things through Christ who strengthens you. Du kannst alle Dinge tun durch Christus, der dir die Kraft gibt. You can overcome your sin. Du kannst deine Sünden überwinden. You can overcome your marriage problems. Du kannst deine Eheprobleme überwinden. You can overcome your weakness. Du kannst deine Schwächen überwinden. You overcame your enemy. Du kannst deinen Feind überwinden. So all things you can do through Christ who's strengthening you. Und all diese Dinge kannst du tun durch Christus, der dir die Kraft gibt. There's nothing like think about something you cannot do. Denk an etwas, was du nicht tun kannst. Even that thing you can do. Selbst das kannst du tun. Because the Bible says all things you can do through Christ. Denn die Bibel sagt, du kannst alle Dinge tun durch Christus. And that's what we need to do in church as well. Und das müssen wir in der Gemeinde auch tun. Just like Othniel was infected of Caleb. Genauso wie Othniel beeinflusst wurde von Caleb. We in church are infecting each other with the same Spirit. Beeinflussen wir einander mit demselben Geist. We have to rub off each other. Wir müssen einander abreiben. We come to a place where we strengthen each other. Und wir kommen an einen Punkt, wo wir uns gegenseitig stärken. We come to a place where we challenge each other. Und wo wir uns gegenseitig herausfordern können. Church is a place where we also correct each other. Und die Gemeinde ist auch ein Ort, wo wir uns korrigieren. It is a place where we bond together. Und wo wir zusammenkommen. It is important that we don't neglect meeting together. Es ist wichtig, dass wir nicht vernachlässigen, uns zu treffen. And that's what where we come to a point where we encourage each other. Und das ist der Punkt, wo wir kommen, um uns zu ermutigen. And church is not only a point where you just say I was there. Und die Gemeinde ist nicht der Ort, wo du sagst, ich war da. It's a place where you invest yourself. Es ist ein Ort, in dem du dich investieren kannst. Where you plant yourself. Wo du dich hinpflanzt. Where you get watered. Wo du bewässert wirst. Where you grow. Wo du wachsen kannst. Chapter 10 it was 25. And where you grow. Wo du wachsen kannst. And where you give fruits. Und wo du Früchte hervorbringst. And that's a place which church is. Und das ist die Gemeinde. And we need to understand that church is not only a one day activity in und the week. Und wir müssen verstehen, die Gemeinde ist nicht nur etwas, wo wir an einem Tag der Woche hingehen. It is something we are planted inside. Es ist etwas, wo wir gepflanzt sind. See, Othniel, he was not only sitting there and looking at the sky. Othniel saß da nicht einfach und schaute in den Himmel. He acted. Er hat gehandelt. Look at your neighbor and say, act. Sag deinem Nachbarn, handle. Act. Handle.
Act. Handle. See, when I thought about the great man in the Bible, als ich über diesen großen Mann in der Bibel nachdachte, the great people, heroes in the scriptures, die, der große Mann in den Schriften, the heroes in the scripture, dass er war, die, wenn, als ich die großen Helden in der Bibel gesehen habe, like Abraham, Joseph, David, die ganzen Helden in der Bibel, those people, they were used for one big thing. Sie wurden alle für eine Sache gebraucht. See, when you read about Gideon, he was used by 300 people defeating the Midianites. Und Gideon wurde zum Beispiel gebraucht, um die Midianiter zu vernichten. Esther, the beautiful queen, she was used putting a life for her people. Und Esther wurde gebraucht, die schöne Königin, um ihr Volk zu retten. To save the people, yeah. Shadrach, Meshach, Abednego, they were used. They were known. Und Shadrach, Meshach und Abednego wurden bekannt dafür, dass sie in dem Feuer überlebten. Andrew, one of the 12 disciples. Andreas, einer der 12 Jünger. The only thing what you know about Andreas. Das einzige, was du über ihn weißt. He went to Peter and said, "Come, Jesus is calling you." Er hat das einzige, was man über ihn weiß, ist, er rief Petrus. Come and see Jesus. That's what he said. Komm und sieh dir Jesus an. Ananias in the Bible, he was only known for baptizing Paul. Ananias wurde bekannt dafür, dass er Paulus taufte. Nothing else was before and after about him in the scripture. Nothing else was written about him before or after. Nichts wurde anderes über ihn geschrieben. But that one thing shaped the whole history. Aber diese eine Sache hat die ganze Geschichte verändert. And when those people were not ready at that time, they wouldn't have been able to shape that history. Und wenn diese Menschen nicht zu dem Zeitpunkt bereit gewesen wären, wäre die Geschichte anders gewesen. And I believe that those people, they were prepared even before they were used at that moment. Ich glaube, diese Menschen wurden schon vor diesem Zeitpunkt vorbereitet. Before David was king, he was used, he was prepared for his kingship. Bevor David König wurde, wurde er vorbereitet. Right now you are being prepared for you to be a history maker. Und in dieser Zeit wirst du vorbereitet, dass du jemand bist, der die Geschichte ändert. Preparation is something which is not always likable. Vorbereitung ist nicht immer gewünscht. We like to look buff. Wir möchten immer gut aussehen. We like to look with the muscles and everything. Wir möchten immer sofort stark aussehen. But we don't like to go to the gym and work out. Aber wir mögen es nicht, die Zeit im Studio zu verbringen. We don't like to do the preparation, but we like to do the end result. Wir mögen die Vorbereitung nicht, aber wir mögen das Endergebnis. But God is bringing us into a place of preparation so that he can use us at the right time in the right place. Aber Gott bringt uns in diese Vorbereitungszeit, so dass er uns zum richtigen Zeitpunkt gebrauchen kann. And I believe that God is going to use this church and he's going to prepare this church and he's going to prepare each and every one of this church so that he can do that revival that he wants to do in Germany through us. Und ich glaube, Gott bereitet auch diese Gemeinde vor, so dass wir im richtigen Zeitpunkt bereit sind, das zu tun, wozu Gott uns beruft. And I don't want to be a church that is not ready to be a part of the revival because we are sleeping. Und ich möchte keine Gemeinde sein, die nicht bereit ist für die Erweckung, weil wir am Schlafen sind. I want to be a church that is ready when God says now the fire is coming and you're going to spark the revival in Germany, that Amen. This church is ready to be a part in the revival. Ich möchte eine Gemeinde sein, die bereit ist, wenn das Feuer kommt, das Feuer auszubreiten. We have to be a part of it. Wir müssen ein Teil davon sein. And that means preparation. Und das bedeutet Vorbereitung. That means even training, even though we are sitting on the bench. Das bedeutet auch Vorbereitung und Training auf der Bank. Then that means also giving the best, even though we are just a bunch of people sitting here. Das bedeutet auch alles zu geben, auch wenn wir nur wenige sind. I have to preach the same way like I'm preaching to thousands of people. Ich möchte genauso viel so predigen wie zu Tausenden von Menschen. I have to lead worship the same way like I'm leading to leading thousands of people in ich worship. Muss die Anbetungszeit genauso leiten wie vor Zehntausenden von Menschen. I have to greet everyone the same way as I would if the church is the biggest church in the world. Und ich muss jede einzelne Person genauso willkommen heißen. Because we have to give the best for God. Denn wir müssen Gott das Beste geben. We have to prepare ourselves. Wir müssen uns vorbereiten. And when the time comes, God will use us like Othniel was used. Und wenn die Zeit kommt, wird Gott uns gebrauchen so wie Othniel. And we will take the land for us. Und wir werden das Land einnehmen. And we will take Germany for God. Und wir werden Deutschland für Gott einnehmen. Take the nation of Germany for God. Und wir möchten werden das Land einnehmen für Gott. We were ready.
Because we were ready. Denn wir waren bereit. Because we were preparing ourselves. Denn wir bereiten uns vor. Because we did everything, even on the other side of the mountain. Denn wir haben alles getan, auch schon auf der anderen Seite des Berges. See, we're climbing up a mountain. Wir gehen gerade einen Berg hoch. And sometimes you feel you're climbing, but nobody's seeing anything. Und manchmal denkt man sich, wir steigen auf, aber niemand sieht es. But that doesn't mean that the progress is not there. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Entwicklung gibt. Maybe you're just climbing on the other side of mountain where people are not seeing it. Vielleicht kletterst du gerade auf der anderen Seite hoch, wo keine Menschen sind. But there will be a time where it will be seen. Aber es wird eine Zeit geben, wo es sichtbar wird. And whatever we do, if it's seen or unseen, we have to do the best for God. Und was auch immer wir tun, ob es gesehen wird oder nicht, wir tun es für Gott. God will honor it at the right time. Gott wird es zur richtigen Zeit ehren. And I'm sure that God is going to honor this church at the right time as well. Und ich glaube auch, Gott wird diese Gemeinde zur richtigen Zeit ehren. And I remember when I moved to Schwerte 2018, end of 2018. Ich erinnere mich, als ich Ende 2017 nach Schwerte gezogen bin. I came here every Sunday morning and I was praying for hours every Sunday morning and for a whole year. Ich kam jeden Sonntagmorgen hierher und habe stundenlang gebetet. And I knew that this church is going to be founded soon. Und ich wusste, dass diese Gemeinde bald gegründet wird. But I wanted this church to be founded on prayer. Aber ich wollte, dass sie auf Gebet gegründet wird. I didn't want my own talent or on my own ideas to be seen in this place. Ich wollte nicht, dass meine eigenen Ideen oder meine Talente gesehen werden. I wanted everything be done in prayer. Ich wollte, dass alles im Gebet gemacht wird. For a whole year we were just praying. Ein ganzes Jahr haben wir nur gebetet. We just came in front of God. Wir sind einfach vor Gott getreten. We prayed. Wir haben gebetet. And now we started the church. Und jetzt haben wir die Gemeinde angefangen. Now we started the church and it has been 11 months. Und es sind jetzt 11 Monate. And 11 months God is bringing us together. Und 11 Monate lang bringt Gott uns zusammen. He's preparing us. Und er bereitet uns vor. He has given us wonderful brothers and sisters. Er hat uns wunderbare Geschwister geschenkt. Look at your neighbor. Schau auf deinen Nachbarn. This is the blessing that God has given to you. Das ist der Segen, den Gott dir geschenkt hat. Come on, look at your neighbor. Schau auf deinen Nachbarn. God has blessed you with that neighbor. Gott hat dich mit diesem Nachbarn gesegnet. And he's going to bring even more. Und er wird noch mehr bringen. And right now we are finding ourselves in a place of preparation. Und jetzt sind wir in einer Vorbereitungszeit. We read in 2 Chronicles 16, verse 9. In 2. Chroniken 16, Vers 9. The eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to him. Der Herr steht allen bei, die allein auf ihn vertrauen. He is looking to strengthen those. Und er sucht nach ihnen auf der ganzen Welt, um sie zu stärken. Whose hearts are fully committed to him. Deren Herzen ganz für ihn hingegeben sind. And if you are here today and you say my heart is fully committed. Und wenn du hier bist und sagst mein Herz ist ganz hingegeben. God is going to strengthen you today. Wird Gott dich heute stärken. Lastly before I close. Und das letzte bevor ich Schluss mache. I want to compare the life of Othniel to Jesus. Möchte ich das Leben von Othniel mit Jesus vergleichen. Othniel, do you know what your name means, Othniel? Othniel, weißt du, was dein Name bedeutet? Othniel means Lion of God. Lion of God. Löwe von Gott. He's from the tribe of Judah. Er ist von dem Stamm Juda. His name means Lion of God. Sein Name bedeutet Löwe von Gott. He's chosen to be the rescuer of Israel. Er wurde erwählt, der Befreier zu sein. And he rescues God's people from sin. Und er errettet die Menschen von der Sünde. And that's the same thing Jesus did. Und das ist das, was Jesus getan hat. Jesus was born to the tribe of Judah. Jesus wurde aus dem Stamm Juda geboren. He is called the Lion of the tribe of Judah. Er wird auch der Löwe des Stammes Juda genannt. He was sent to rescue us. Und er wurde gesandt, um uns zu retten. He saved us from the enemy. Er hat uns gerettet vor dem Feind. And an extra thing, what I want to tell you. Und noch eine Sache. The enemy of the people in Othniel's time was Cushan-Rishathaim. Die Feinde waren Cushan-Rishathaim. And that Cushan-Rishathaim, it's not a Tamil name. Das ist kein tamilischer Name. It means doubly wicked blackness. Doubly wicked blackness. Es bedeutet doppelte böse blackness.
Schwarzheit. And does anyone know any person who's doubly wicked black? Kennt jemand eine Person, die so schwarz und böse ist? Please don't look at your neighbor now. Schau nicht auf deinen Nachbarn. It is the devil. Es ist der Teufel. So God delivered from the hands of the Kushan-Rishathaim through Othniel the same way Jesus delivered us from Satan. Genauso wurden die Israeliten damals von dem bösen Schwarzen durch die Hand von Othniel gerettet, wie Jesus uns rettet. Jesus has broken every chain that has bound us to the sin and the enemy who's bound us in sin. Jesus hat jede Kette zerbrochen, die uns festhält an den Feind. That means that we are not bound anymore, but we are set free. Das bedeutet, wir sind nicht mehr an die Sünde gebunden, sondern freigemacht. That means we can walk in freedom. Das bedeutet, wir können in Freiheit gehen. That means we can do anything through Christ who strengthens us. Das bedeutet, wir können alle Dinge tun durch Christus. And God is his eyes are just looking for people who are ready to go. Und Gottes Augen suchen nach den Menschen, die bereit sind zu gehen. Are you ready to serve God? Bist du bereit, Gott zu dienen? Are you ready to be used by God? Bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Are you ready to give your everything for God? Bist du bereit, alles für Gott zu geben? Are you ready to do the preparation even though that you're not, this time hasn't come yet. Bist du bereit, auch durch die Vorbereitung zu gehen, wenn deine Zeit noch nicht gekommen ist? But when the time comes, God is going to use you mightily. Aber wenn die Zeit kommt, wird Gott dich mächtig gebrauchen. You will be a blessing for many. Du wirst ein Segen sein für viele. Some of you are already a blessing to many. Einige sind von euch schon ein Segen. But you don't know what God is going to do through you in your life. Aber du weißt nicht, was Gott noch alles tun wird in deinem Leben. He wants to do greater things. Er wird größere Dinge tun. Othniel conquered the land. Othniel hat das Land erobert. And nobody. Niemand. Nobody knew about him. Niemand wusste etwas über ihn. There was nothing said about Othniel. Nichts anderes wurde über ihn gesagt. But he was a doer, and now I'm preaching to you about him. Aber er hat etwas getan und heute rede ich über ihn. In the same way God can use you who is a nobody. Genauso kann Gott dich gebrauchen, wenn du noch niemand bist. Maybe nobody knows about you. Vielleicht kennt dich niemand. But God can put your name also on the map. Aber Gott kann dich auch auf die Karte schreiben. God can put this name of this church also in the history books of Germany. Und Gott kann auch diese Gemeinde in das Geschichtsbuch von Deutschland schreiben. The great people's name in the history books. Die größten Namen in den Geschichtsbüchern. Why can our name be on it as well? Wieso könnte unser Name nicht auch draufstehen? What is hindering us to do the same thing? Was hindert uns daran, dasselbe zu tun? Yesterday when we were having that meeting, I was asking one question. Gestern habe ich eine Frage gestellt, als wir unser Treffen hatten. If the Bible would have been written today. Wenn die Bibel heute geschrieben würde. What would have the Bible said about you? Was hätte die Bibel über dich gesagt? What would have the Bible said about you today? Was hätte die Bibel heute über dich gesagt? About your life. Über dein Leben. Think about that. Denk darüber nach. And let's enter into a period of preparation. Und lass uns in eine Zeit der Vorbereitung gehen. And when we enter into a period of preparation in our life. Und wenn wir in eine Vorbereitungszeit in unserem Leben gehen. We will not be alone because the Holy Spirit is with us. Werden wir nicht alleine sein, denn der Heilige Geist ist mit uns. The Holy Spirit helps us. Der Heilige Geist hilft uns. The Holy Spirit strengthens us. Und er stärkt uns. The Holy Spirit is with us. Der Heilige Geist ist mit uns. He is in us. Er ist in uns. And we can do all things through Christ. Und wir können alle Dinge tun durch Christus, der uns die Kraft gibt. Shall we all stand up this moment? Lasst uns alle aufstehen. Hey guys, I hope the sermon was a blessing for you. We will be uploading our Sunday sermons every Thursday on this channel, so please subscribe to this channel, press the bell button below, so that you can get notification every time we upload something. If you are living close by, we would love to see you. Come and fellowship with us, come worship God with us. Our details are listed below. If you have any prayer requests, we are ready to pray for you. Come follow us on Facebook and Instagram and be blessed. Thank you. God bless you. Yeah.